Hier also eine neue Folge unserer beliebten Serie Entdecke die tierischen Sprichwörter. Heute möchte ich wissen, woher kommt der Begriff der Teufel ist ein Eichhörnchen? Das weiß ich zufälligerweise ganz genau, woher das kommt, weil ich habe auch so einen Teufel immer auf meiner Schulter hier sitzen. Und zwar, wenn ich Schokolade essen will, was ich viel zu oft tue und nicht möchte, und ich kämpfe dagegen, gegen dieses Verlangen, dann sitzt bei mir auf der Schulter immer so ein Eichhörnchen, das sagt, iss die Schokolade, Radost. Los, iss sie. Und deswegen ist der Teufel ein Eichhörnchen. Ist ganz klar. Der Teufel ist ein Eichhörnchen. Den Spruch haben sich Hunde überlegt. Hunde sind nämlich der Meinung, dass Eichhörnchen wahnsinnig gefährlich sind und wir wahnsinnig naiv, weil wir Eichhörnchen so unglaublich niedlich finden. Ja, und deswegen neigen wir dazu, sie in unseren Gärten zu dulden. Hunde sehen das ganz anders. Besonders Nox, ihr könnt ihn fragen. Eichhörnchen sind höchst gefährlich, die müssen immer vertrieben werden. Eben halt, weil eigentlich in ihnen ein Teufel steckt. Nur Menschen sind unglaublich naiv und wissen das nicht. Ja, der Teufel ist manchmal ein Eichhörnchen. Ich habe ehrlich gesagt, und jetzt bin ich nicht mehr ganz so jung, dieses Sprichwort noch nie gehört. Aber ich glaube zu wissen, was man damit meint, weil man will damit sagen, der Teufel kann sich hinter allem verstecken, auch hinter etwas ganz, ganz vermeintlich Süßen. Also, wir haben hier vor unserem Haus, beziehungsweise auf der Terrasse, jeden Tag 4 Eichhörnchen. Und die sind so schnell und die haben so einen dicken, buschigen Schwanz. Ich glaube, weil sie so schnell sind, und der Teufel ist ja manchmal auch ganz schnell, deswegen heißt der Spruch, der Teufel ist ein Eichhörnchen. Aber jetzt weiß ich gar nicht, wann man diesen Spruch sagt. Wann sagt man den eigentlich? Das müsste ich mal nachlesen. Aber vielleicht ist der Teufel ja dann so, obwohl die Eichhörnchen sind ja auch so ein bisschen rötlich und der Teufel ist ja auch rot. Ich meine, hallo, wer würde so einem Eichhörnchen mit so einem niedlichen Puschelschwanz und dem Gesichtchen und mit den spitzen Öhrchen, wer würde bitte so einem Eichhörnchen irgendwas Böses unterstellen? Niemand. Und deswegen ist es ja so gefährlich, das Ganze, weil das Eichhörnchen ist auch eben auch manchmal der Teufel. Ja, warum ist der Teufel ausgerechnet ein Eichhörnchen? Eigentlich geht es in dem Sprichwort darum, dass der Teufel häufig, so glaubten die Menschen, in einer eher unscheinbaren, harmlosen Figur auftaucht. Also zum Beispiel in Goethes Faust als Pudel oder eben auch als Eichhörnchen. Außerdem ist es so, dass den Menschen früher die Geschwindigkeit, mit der Eichhörnchen so um die Bäume rasen, das kann man hier bei mir im Garten ganz gut sehen, das war denen ziemlich unheimlich, wie jemand so kleines, ein kleines Nagetier, so etwas so toll hinkriegen kann. Und da dachten sie, das kann nicht mit rechten Dingen zugehen. Und deswegen war dann das Eichhörnchen der Teufel.